Hallo, Sie kennen mich bereits schon, denke ich. Mein Name ist Erhard Murt. Ich bin der Inhaber meiner E-Bike-Erlebniswelt in Lauda. Verkaufe seit 2004 hier in Lauda als erster in Deutschland ausschließlich E-Bikes. Habe also eine sehr große und lange Erfahrung gemacht. Und wir haben hauptsächlich zwei Marken bei uns im Haus. Eine Eigenmarke, Tauberrad, Lauda an der Tauber. Und dann Riese und Müller. Und das Besondere jetzt an unseren E-Bikes ist das, dass wir nahezu ausschließlich Bosch Performance CX Motoren einsetzen. Also normale E-Bikes kriege ich sie heutzutage überall, aber was ist normal? Wir verkaufen besonders die, die hochwertig sind, besonders viel Leistung haben, viel Kraft, große Reichweiten und so weiter. Also wenn Sie so etwas suchen, dann werden Sie vielleicht auch bei mir im Geschäft landen. Performance CX Motor, vielleicht haben Sie sich jetzt schon darüber näher informiert. Das ist einer der leistungsstärksten Aggregate für E-Bikes auf dem Markt. Mit 75 bzw. 85 Newtonmeter Kraft, die hier aus dem Zahnrad herauskommen. Und warum jetzt Schaltungen so wichtig sind bei diesem Aggregat, das erkläre ich Ihnen jetzt. Über die Schaltung spricht man relativ wenig. Viele, die in Massen E-Bikes verkaufen, da stehen dann hunderte von E-Bikes und dann erzählt er vielleicht noch irgendwas, das ist Kettenschaltung oder sowas. Weiß ich nicht, wie die das machen. Bei uns ist es so, dadurch, dass wir hier sehr viel Kraft entwickeln in dem Motor und sie auch noch gleichzeitig reintreten, muss ja diese Kraft irgendwo weitergeleitet werden, nämlich über die Kette oder über den Zahnriemen ans Hinterrad. Da ist dann eine Schaltung. Hier in dem Fall ist es eine Kettenschaltung. Es gibt auch Nabenschaltung, das zeige ich gleich noch. Ja, und dann dreht sich zuletzt das Hinterrad. Ne? Also das kann man mal so zeigen. Aha. Und dieser Vorgang ist gar nicht so einfach und gar nicht so ohne. Nämlich diese schmale Kette hier, die muss diese ganze Kraft übertragen. Und das habe ich dreckig hier hin, sehe ja, und normalerweise, also bei sagen wir mal, relativ billige E-Bikes, hält so eine Kette etwa 2.000 bis 3.000 Kilometer und muss dann erneuert werden, weil sie ausgedehnt ist. Solche E-Bikes verkaufen wir nicht. Das ist mir nicht nachhaltig genug. Also unter Nachhaltigkeit beim E-Bike verstehe ich, dass es so wartungsarm und verschleißarm wie nur möglich ist. Ich möchte auch eine Haltbarkeit von mindestens 10 Jahre bis 20 Jahre erzielen mit unseren E-Bikes. Und dazu gehört einfach, dass jetzt, wenn wir hier so eine Kettenschaltung einsetzen, auch die entsprechend starke Kette drauf ist. So, also jetzt nochmal ganz kurz vom Prinzip, um was es geht. Bei einem starken Motor muss die komplette Kraft des Motors plus die von demjenigen, der reintritt, über so irgendwie den sogenannten Sekundärantrieb, also über die Kette, übertragen werden. Und das ist die Krux an der Sache, nämlich da kommen weit über eine Tonne Zugkraft zustande. Und jetzt zeige ich Ihnen im Einzelnen die Vor- und Nachteile von den unterschiedlichen Schaltsystemen.